Grüß euch, meine Lieben, da bin ich wieder. Wir fangen jetzt nochmal an Aurora-Bilder, weil ich habe von Walter Hatze jetzt neue Leuchtpigmente, nämlich die also Grün, Blau und Türkis. Und die möchte ich für die Aurora nochmal verwenden. Deshalb machen wir jetzt nochmal ein Bild. Das ist jetzt quasi das zweite Epoxidharzbild. Das Acrylbild habe ich euch eh schon gezeigt. Und somit kann ich ja ein bisschen üben fürs Bettel und das, was am schönsten wird, aus Epoxid hat, das reiche ich halt dann ein. Für den Hintergrund habe ich wieder dunkelblau und ein faster Schwarz mit Glitzer zusammengerührt und vorbereitet. Das lassen wir jetzt einfach da schnell mal drüber und dann müssen wir sowieso warten, bis es ausgehärtet ist. Also einmal so dunkelblau mit Glitzer und einmal das Schwarz mit Glitzer. So, und dann haben wir da dann schon mal unseren Hintergrund. Und das werde ich sowieso gut 2 Tage aushärten müssen, bis ich weitermachen kann. Und dabei decken wir uns das noch zu. So ist es überall gerade verteilt. Das passt ein bisschen. Ist sogar uns auch noch drüber. So, da zudecken. Drunter liegt übrigens die andere Aurora, die auch noch am Aushärten ist, die dann fertig ist. So. Und somit haben wir es vor Luftfeuchtigkeit und eventuellem Getier auch noch geschützt. So, also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!